Echt jetzt? Haben wir jetzt alle angeschissen? Oh Gott, Kick, nein. Das ist irgendwie so eine Typen, ey. Oh Mann, nein! Ist das nicht? Also ich bin halt nach wie vor der Meinung, dass halt so ein Molotow-Cocktail wahrscheinlich nicht so viel bringt, oder? Dave? Ich meine, das sind Androiden, die lachen auch darüber, die sagen doch, pfff. Komm, ich halt brennt auf dich zu, ist mir nur eine Latte. Aber hier ist ja gar nichts, mit dem man sich jetzt hier wehren kann. Nur ablenken. Nur so ein Schnickschnuck irgendwie. So, kann ich die hier aktivieren? Ja. Schnups. So, dann machen wir das Ding. Und dann schauen wir mal, wo wir jetzt hier langkommen. Kommen wir nirgendwo lang. Seht ihr eine Tür? Das ist eine ziemlich große Tür. Nee, so ein Fenster. Okay, hier ist lang. Könnt doch. Ah, warte mal, wie kommen wir denn da jetzt hin? Achso, wir müssen die Bahn aktivieren. Ah ja, alles klar, alles klar, alles klar. Alles klar. So. Und dann fahren wir los. Dreimal. So. Feuer juckt die herzlich wenig, ja, so dachte ich mir schon, Dave. So dachte ich mir das schon. So, vor allem, wo soll ich denn hier mal irgendwann meine Waffen wieder kriegen? So, für wen speichern wir denn jetzt? Haben wir denn für heute für jemanden noch hier gespeichert? Ich sehe gerade noch nicht so richtig. Egal. Der Safe, der ist für euch alle. Doppelkartoffel. Okay. Und schon bekommt dieses Spiel so eine dermaßen unheimliche Komponente, weil du dich halt einfach nicht wehren kannst. Bitte verlassen Sie diesen Bereich. Zugang zum Maschinenraum beschränkt. Das ist wie mit dem Alien, ne? Oh, da vorne ist wieder eine Kamera. Bei dem Alien wusstest du so, du kannst dich einfach nicht wehren, du kannst dich nur verstecken, so. Und das Gleiche hast du jetzt... das Gleiche hast du jetzt ebenfalls irgendwie. Du kannst dich halt nicht in die Androiden wehren. Momentan. Zustand. Okay, hier kann man noch hinkriechen. Schalten wir erstmal kurz die Kamera aus. Nein, da kommen die alle. Nicht gut. Gib mir die Karte und jeder rein. Los. Also die kommen die Androiden auch in die Schächte? Nee, ne? Also das würde ich jetzt kacke finden, wenn die noch in die Schächte gekrochen kommen. Mit ihren roten, glühenden, leblosen Augen, ey. Anhören tut sich so. Alter, wo müssen wir denn hin? Da ist der Reaktor. Ach du meine Nase. Ach, haben wir jetzt hier wieder... Nee, eigentlich nicht. Da haben wir schon was gemacht. So, Werkstatt, Maschinenbereich. Oh, krass. Also dieser Umweg, den wir jetzt laufen müssen. Lalalalalalala. Nur weil hier einfach mal... Wir können auch die Scheibe einschlagen und einfach mal da durchklettern. Elektroschocker und Nahkampf auch nicht verfügbar. Nichts, nichts mehr. Also Nahkampf schon. Aber Nahkampf kannst du ja... Die hauen... Du kannst sie eh mal schlagen und dann blocken die den Schlag. Und dann nehmen sie dir ein paar. Also du kannst eh einen Schlag bei denen also landen und das war's. Elektroschocker ist munitionslos gerade. Nix. Keine Munition. So, dann schauen wir hier mal kurz. Ah, noch eine Kamera. Das ist aber blöd. So, wo sind die Knieche? Da hinten ruft einer. Okay. Wir probieren es einfach mal. Ich würde sagen, wenn die Kamera da weg ist. Sie können auch einfach irgendwo rumstehen. Ich würde die jetzt ja nicht sehen. Die sind blind für mich. Oder, ja, ich bin blind für die. Scheibenkleister, ey.
gekleckert da, ey. Ach Mann, echt jetzt? Okay, er bleibt stehen. Vielleicht geht er weg. Ja, er geht weg, gut. Schleichen, schleichen, schleichen. So, gehen wir hier rein. Maybe, vielleicht. Nicht. Ach, wieso, ey? Was ist denn das? Oh, hallo, was haben wir denn da? Hallöchen, Schönheit. Ionflamme. Klingt ja immer epischer. Das ist ein Ionenlaser. Okay. Steht jetzt da vorne. So, wie... Okay, zwei Kameras. Das ist natürlich auch nicht so geil. Hm. Blöd. Blöd. Aber kriegen wir Glück irgendwie hin. Die Kamera noch weiter? Ich hoffe, die andere Kamera schwenkt nicht zu stark zu mir jetzt. Hm. Nur aber flink. Nur aber flink. So, wahrscheinlich war irgendwo so ein Umspannelement irgendwie, wo man die hätte abschalten können. Nur nicht gefunden. Okay. So. Dann müssen wir hier wohl irgendwo in eine... Warte. In einen Schacht. Ah, hier vorne wahrscheinlich. So, flexen wir das Ding auf hier. Mit dem Ionenschneider. So, auf geht's. Komm, jetzt schneiden wir das Schiff hier mal schnell auseinander. Das geht nicht. So, wunderbar. Ich hab schon mal gesagt, irgendwie, aber ich wage zu bezweifeln, dass sie das hier bewegen könnte. So, aus massivem Stahl. So, zack. Und durch da. Guck mal, da ist noch so ein Ding dahinter. Hier ist noch schnell geschlossen. Schön. So. So, ich muss auch so ein bisschen darauf achten, dass ich halt nicht zu sehr mit den Taschenlampenbatterien ase. Da steht jetzt einer. Ach, der läuft. Schön, der läuft sich schon mal warm, oder was? Das ist ja auch geil. Das ist ja schau. Schön. Schön, 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 schön. So. Bewege ich mich mal hier zum Safe. Und der Safe, der ist für Dave. So. Da hinten ist einer, da ist einer. Ach du Scheiße. Kommen die alle in der Werkstatt rum? Das finde ich nicht gut. Keiner macht was. So, okay, der steht auf so einem Podest. Die Frage ist, kommt der von diesem Podest runter? Können die über diese... Ja. Natürlich kann er nicht. Okay, er hat mich sofort gesehen. Ich weiß, wo er von. Heute auf einer erhöhten Gefahreneindämmungsstufe. Dave, kann ich bei den Stealth-Kills von hinten machen? Okay, was jetzt bitte? Oh, ich durfte den zweiten gleich in die Arme, ich seh doch, komm. Okay, hier könnte ich noch einen Rekorder anmachen, um die... Probier's aus. Ja, tatsächlich ja, eigentlich müssen wir uns ausprobieren. Aber... Energie zu niedrig. Auch nicht möglich. Auch nicht möglich. Geht ja nicht. Soll ich's probieren? Warte mal. Wo ist er hin?
ist da oben. Ich probiert. Ja, das war nicht von Erfolg gekrönt. So, könnt ihr mich jetzt befreien und mit viel Glück könnt ihr ihm jetzt einen dritten Schlag noch geben. Ja. Au. Ja, jetzt hält er nämlich meinen Schlag ab. So, schnell verpissen. Nein! So. Keine gewaltigen Frauen. Ja, das ist jetzt halt meine, ne? Das ist natürlich nicht mehr so wirklich eine Chance hier in den Typen. Die Frage ist nur irgendwie, wenn sie sich erwehrt mit einem Schlag irgendwie, ob das halt... Okay. Ja, war jetzt nicht... War jetzt nicht schön. Da war jetzt eine Hübsche bei, aber er ist weg. Er ist weg. Wo läuft's? Was soll's? So, und einmal spritzen bitte. Zack. Haben wir. So, jetzt können wir mal schnell Medikit bauen. Piep, 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 piep. So, tot ist tot. Ja. Das Ergebnis zählt. So, okay. Also, wie schalte ich denn jetzt hier die Energie wieder an? Probieren wir mal damit. Schnippidibä. So, Nummer 1. Ihr könnt wetten, irgendwie Dave lacht sich schon voll ins Fäustchen, irgendwie, weil der weiß, was kommt jetzt hier, irgendwie. I want my weapons back. So, Kassettenrekorder machen wir nicht an. So, Energieniveau immer noch niedrig. Immer noch. Hm. Gibt's ja noch so einen zweiten. Ja. Okay. Machen wir den an. Anders Ding. So, hätten wir wahrscheinlich auch tatsächlich geschafft. Irgendwie hätten wir den so ein bisschen umgangen. Aber jetzt wissen wir, dass wir halt keine Stealth-Kills bei denen machen können. Also... immer komplett umgehen, am besten. Tatsächlich hätte ich den jetzt so ja, glaube ich, mit der EMP-Mine platt machen können, weil er ja keinen Anzug hatte, wa? Naja, wie gesagt, der Kanal ist nicht dafür bekannt, irgendwie Pro-Gaming hier zu zeigen, sondern... wir sind zwar auch irgendwie Gamer, aber tatsächlich... ich halte mich für einen sehr schlechten Spieler. Was? Alter, du solltest die Tür aufmachen und nicht das Ding hochfahren. Ach, hier ist ein Schacht. So, dann lass mal das Ding runter. Wir gucken uns mal den Unterbau an. Oh, da ist ganz schön viel Rost dran. Da müssen wir ran. Da müssen wir ran. Da können wir nichts mehr machen. So. Okay, weiter jetzt. Mach jetzt einfach mal die Leuchtfackel an, wechsel KF. Viel zu selten angehabt hier im Spiel. Aber es sieht doch einfach geil aus, oder? Außerdem verschwenden wir dadurch jetzt auch keine Taschenlampen-Batterie. So, hier schnelle Leiter. Klettern wir mal hoch. Oh nein. Soll ich es kommen lassen? Oh. Oh Mann, weg ist er. So ein Murks. Okay. So, wo sind wir? Hier sind wir. Ich fühle mich überhaupt nicht weitergekommen. So, wir können mal schauen, ob wir jetzt von innen diese Tür öffnen können, aber ich glaube, die wird nicht zu öffnen sein. Denke ich mal. Nope. Nope, 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 nope. Oh. So, einmal speichern für den Weltfrieden. Warum eigentlich? Ich habe gerade gespeichert. Das ist eigentlich Quatsch, wir haben nicht geleistet bis dato. Naja, egal. So, gehen wir mal hier durch. Hm. Da vorne patrouillieren die. Und der Shot ist runter. Öffnen Sie das Gitter. Alter, die machen es einen aber auch nicht einfach irgendwie. Kann denn hier nicht mal irgendwas laufen? Kann denn nicht einfach mal ein Weg frei sein?
Hello? Is anybody there? Für Bolzenschießer. Bolzenschießer. Das klingt... klingt sehr gut in meinen Ohren. Was haben wir denn noch? Ein paar geile Tapes? Sie können an Evi-Androiden immer erkennen. Oh, klingt nice, ja. Bolzensch... Und der hat wieder einen Anzug. Na klar, der hat wieder einen Anzug. Aufmerksamkeit bedürfen. Geh doch einfach weg. Geh doch einfach weg. Ach, Leute. So, gib ihm ein paar. Komm. In your face, Alter. Er ist gleich wieder dran, ey. So, jetzt muss ich natürlich mal... Hey, entspann dich. So, das einzige Gute ist natürlich, sie können nicht rennen. Wenn mich hier würde er mich sehen. Oh, nicht geil. Der sieht mich doch, oder? Oh, Scheiße! So, komm! Wehre dich! Komm, wir walten vorne falsch. Ah. Ja, ich habe jetzt nicht wirklich eine Chance jetzt hier in mir. Tja. Ja, das wird nichts. Das wird nichts. Sei denn, er backt sich hier irgendwie am Stuhl fest. Hm. Ja, jetzt bringt mir aber auch nichts. So, gar nichts. Könnt ihr da vorne jetzt noch irgendwie so einen Geräuschmacher hinschmeißen? Aber was dann? Hm. Zeigen Sie sich. Zeigen Sie sich, wo Sie auch sind. Okay, hier bin ich. Ach, ist doch... Siehst, hätte ich mal nicht gesagt. Also so, diese Schmeißattacke, die ist schon wirklich sehr effektiv. Irgendwie klaut mir erstmal auf jeden Fall die Hälfte meiner Energie. Jo, jetzt jipp ihm ein paar. Mann, warum denn nicht? Wieso? Zur Hölle! So, hier ist doch Sackgasse. Jetzt ist jetzt auch nicht weiter, oder was? War hier eine Tür? Ist hier irgendwo ein Schacht? Kann ich hier irgendwo hin? Mich hier im Müll verstecken? Wer ist er? Hm. Oh! Das könnte oh. Echt einen Schaden anrichten. Na dann, gib her das Ding. Gib jetzt sofort her. Wo ist er? Wo ist er? Bolzenschießer. Oh. Der hat was Schönes, finde ich. Der hat tatsächlich was Schönes. Aber er muss aufgeladen werden. Das ist natürlich auch tricky. Ja, also das ist keine Sofort-Feuerwaffe. Aber cool. Nice. Wir haben ein Bolzenschussgerät. So, schnell mal basteln. Nein, entspann dich. So. Echt? Noch inne? So, das hat uns jetzt 3 Medikits gekostet hier, der Spaß. Das ist bitter. Aber ich greife jetzt mal auf dieser Wichtsspruch auf. Tod ist tot. Schief, ich gehe jetzt wie verlangt runter in den Reaktor zur Reaktorwartung. Ich habe die Gitter hinter mir geschlossen. Der Code lautet 6832. Floris. Stromversorgung. Floris, wir brauchen... Sie unten in der Reaktorwartung. Ich erhalte Berichte von partiellen Stromausfällen überall auf der Station. Na, es wird die Hölle los sein. Ich weiß, aber hier oben erkenne ich nichts, das die Stromversorgung gefährden könnte. Können Sie da unten einen vollständigen Systemcheck vornehmen, Chief? Ich suche nach Ihnen. Floris,
Wenn Sie das hier lesen, warten Sie an einem sicheren Ort. Ich komme zu Ihnen runter. Wir müssen zusammenhalten. Simons ist tot und mindestens 4 weitere Ingenieure fehlen. Einer dieser verdammten Androiden hat mich beinahe geköpft. Also habe ich mir eine Waffe zusammengebastelt, hat genug Kraft, um diese Dreckskerle ein Loch in die Birne zu pusten. Ich werde, sobald ich kann, kommen. Chief. So, wie war der jetzt? 6832. 6832. Sicherheitsgitter öffnen. So, jetzt ist... Erstmal nachladen hier. Wie viel... Ah, der schießt... Okay, er hat immer nur einen. Okay. Ja, es werden auf jeden Fall noch eine Menge Androiden mir jetzt hier meinen Weg kreuzen irgendwie. Also, ich glaube, der grundsätzliche Kurs sollte tatsächlich sein, irgendwie die doch zu umgehen, ja. Anstatt die Konfrontation jetzt zu suchen. Obwohl ich auch geil bin, halt den wirklich mit dem Bolzen mal irgendwie die Schaltkreise aus dem Mund zu hämmern. Penner. So, so, Reaktorzugang. Schnell mal eins basteln. Hopp. Schnell noch eins gebastelt. Und schon mal so weit vorladen. Aber ich fühle mich jetzt etwas sicherer. Wenn auch nur ein Mühe. Oh, guck mal hier, PUBG. Wenn auch nur ein Mühe. Aufzug. Oh. Mann. Ricardo, waren Sie jemals im Reaktor? Hab die Tour noch nie gemacht. Ich habe in einem ein Training absolviert. Das fühlt sich wie vor Ewigkeiten an. Für ein Training. Schwerelosigkeit oder was? Okay, da drüben haben wir wieder welche. So, hier haben wir noch. Kassettenrekorder? Nicht gesehen. Es hatte mir den Rücken zugewandt, ging den Flur herunter, als ob es das Normalste auf der Welt wäre. Ich habe mich versteckt, aber als ich aufsah, war es weg. Ich glaube, es hat sich unter dem Fußboden versteckt oder in der Decke. Sevastopol besteht aus Lüftungsschächten, Rohren und verstaubten Räumen, in denen niemand seit Jahren mehr einen Fuß gesetzt hat. Es könnte überall sein. Danach müssen die Marshals gesucht haben. Das hätte mir nicht vorenthalten werden sollen. Chief, ich habe meine Waffen wieder. Nice. Sehr schön. Schade, ich habe die Nachricht abgebrochen, aber ich habe die Waffen wieder. Yes. Die Freude ist groß. So, hier fiebt es doch irgendwo. Aber wahrscheinlich hier oben. Da muss ich doch vor Freude erstmal speichern. Tatsächlich wäre ja mal anstatt hier ein Death-Counter so ein Safe-Counter mal ganz geil. So, jetzt mal einmal speichern gegen rechts. So. Okay. Der sieht erstmal ganz gut aus, die Richtung. Oh. Kling, 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 kling. So, dann will ich erstmal vielleicht die Pumpgun so ja weiter benutzen. Das sieht mal überhaupt ja nicht irgendwie sinister aus. Oh Gott. Sehen Sie schon was? Nichts. Ein paar Androiden, Kernsteuerungssysteme, das Übliche. Da steht schon einer. Da sollte irgendwo ein Aufzug da unten sein. Relativ viel anscheinend. Ja, der kommt gleich hallo sagen. Ich habe hier die perfekte Begrüßung für ihn bei. Ein Boomstick.
haben. Oh, echt jetzt? Hat er geschluckt? Hat er einfach geschluckt? Darf ja wohl nicht wahr sein. Sein, Alter. Die halten zwei Schüsse aus. Da kommt doch schon wieder der nächste. So, da würde ich doch mal probieren. Tatsächlich. Revolver ist... Davon habe ich ein paar mehr Schuss. Gerade ein bisschen verkalkuliert hier. Alter, das sieht übel aus. So, können wir wieder hochfahren? Aber ich denke nicht, dass das jetzt der Weg ist. So, warte mal, erstmal schnell alle durchladen hier. Bevor wir jetzt wieder in irgendeine Situation kommen. Tatsächlich hätte ich mir jetzt so von dem Revolver ein bisschen mehr erhofft. Tatsächlich irgendwie, dass selbst wenn du lange auf ihn zielst und sich das Fahnenkreuz einschließt, schießt du trotzdem daneben, sobald du schnell hintereinander feuerst. Irgendwie, das ist ein bisschen blöd. So, Pumpgun. Die ist voll. Geh mal rein. Bolzenschussgerät, ganz geil. Warte mal, Bolzenschussgerät ist noch nicht voll, ne? Oder? Doch, Bolzenschießer. Ist voll. Alter. Übel. Ja. Oh Gott. Wir müssen einem so die Haare zu Berge stehen aufgrund der Elektrizität. Ja, Alter. So, wahrscheinlich müssen wir da an. Ja. Das ist der Weg. Na, das war ja was. So, wie jetzt fahre ich wieder hoch, oder was? Direkt Erwartung. Nee. Hier sollen wir hin, ne? Genau. Puh, Alter. Also ich muss sagen, trotz alledem, dass das Alien jetzt gerade nicht vor Ort ist, irgendwie ist es dennoch packend und echt fucking spannend irgendwie. Echt nicht erwartet. Bitte nicht. Nein. Nein, ihr hattet Alien die alle hingebracht. Ricardo, sie sind alle hier. Wer? Alle, die verschwunden sind. Die sind alle in einer Art Nest gefangen. Da sind Eier. Das ist eine Farm. Shit. Sie müssen Moment. Sofort. Moment. Ich muss den Strom für die Plattform an den Leitern hier unten wiederherstellen. Es gibt nicht nur ein Alien? Es gibt mehrere Alien? Alter, nein. Nein. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Oh, fuck. Ach, scheiße. Also, oh. Also, ich bin sofort demotiviert hier. Was? So, die Eier sind alle offen, das heißt, sie sind alle geschlüpft. Fehlt offene Eis hier, ich jetzt hier ein Alien. Alter, ist doch nicht euer Ernst, oder was? Das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein. Oh, und du hörst hier alle noch heulen. Ach du Scheiße. So, einmal speichern, jeden Montag.
Möge das Wochenende ewig sein. Oh nein, ey. Scheiße. Ein Ei, ein Facehacker. Exakt. Und wenn die alle hier runtergeschliffen haben. Und alle irgendwie, die haben doch alle schon ein Loch im... Also das heißt, jeder Mensch, bei dem hier so ein Loch drin ist, ist halt eh schon geschlüpft. Und wächst irgendwo.